Sie hatten noch eine Rechnung offen. Mit diesem längsten und härtesten Rennterrain der Welt. Falcon Motorsports und die Gedanken an das, was vor 2 Wochen geschah und wo ihnen die Nordschleife so übel mitgespielt hatte. Von Pole gestartet seinerzeit, doch bereits in der Startphase gestrandet. So kennt das Team des japanischen Reifenherstellers beim 2. Lauf zur VLN-Langstreckenmeisterschaft 2012 nur ein Ziel: Wiedergutmachung. Die Rechnung muss beglichen werden. So ist es dann vielleicht ein gutes Omen, dass man diesmal die Pole anderen überlässt. Peter Dumbreck und Sebastian Asch stellen ihren so unverwechselbaren türkisfarbenen Porsche 911 GT3 R auf Startrang 3. Exklusiver Logenplatz, die Gegner davor ausgucken, zermürben, in Fehler zwingen und dann im entscheidenden Moment eiskalt zuschlagen. Der Masterplan der Falken steht. Der Plan ist, heute durchzufahren. Ich hoffe, wir schaffen das. Wir haben das letzte Mal einen Feindkontakt gehabt, in Führung liegend, also bei VLN 1, mussten deshalb unplanmäßig reinkommen, hatten dann noch ein technisches Problem, mussten deshalb auch abbrechen. Okay, das ganze Rennen wurde ja dann zum Schluss abgebrochen mit der roten Flagge. Also heute ist geplant, ein Rennen zu fahren. So ist es vielleicht ebenso ein Wink des Schicksals, dass sich die ach so launische Eifel auch an diesem Samstag von ihrer unberechenbaren Seite zeigt, das Wetter betreffend. Morgens noch eitel Sonnenschein, zieht sich der Himmel gegen Mittag und damit zum Rennstart mehr und mehr zu. Und man spürt es, fühlt es, sieht es ihnen an. Gleich wird Falcon Motorsports zur Jagd durch die Wälder rund um die altehrwürdige Nürburgring blasen. Als das Feld hineinfliegt in die erste Runde, verliert Startfahrer Dumbreck zwar 5 Positionen. Doch deren 4 hat er sich beim 2. Erscheinen bei Startziel bereits wieder zurückgeholt. Macht Position 4, Abstand da auf den führenden 15 Sekunden. 2 Umläufe später ist es Briten Rückstand sogar auf nur 4 Sekunden zusammengeschmolzen. Und es kommt noch besser, als Dumbreck zum ersten Mal stoppt und an Sebastian Asch übergibt. Routiniert und rasend schnell, die Falkentruppe beim Männerballett an der Box. So schnell, dass sich der junge Deutsche am Ende der 9. Runde sogar auf Platz 3 wiederfindet. Die Richtung zeigt weiter nach oben. Doch dann der Schock. Ausgerechnet in Runde 13. Der Falken-Porsche rollt im Streckenabschnitt Schwalbenschwanz erst ganz langsam und schließlich aus. Erneut ist es ein technischer Defekt. Dazu nahezu derselbe wie vor 2 Wochen. Der die bis dahin schnellste Kombination im Feld stoppt. Als ob das Pech gleich eimerweise über Falcon Motorsports ausgeschüttet worden war. Wo ich das Auto übernommen habe, waren wir auf 4. Position. Habe dann einen langen Fight gehabt mit dem Bildstein-Audi und dem Wochenspiegel-Auto vom Antei. Und ich habe den dann irgendwann jede Runde studiert, habe ihn dann überholt. Wir waren 3. Konnte mich dann auch leicht absetzen. Und ich denke mal, wir hätten noch gut den 2. angreifen können. Leider ist halt dann die Antriebswelle, hat uns dann den Traum kaputt gemacht. Aber wir geben nicht auf und ich denke mal, beim 24-Stunden-Rennen, da sind wir gut vorbereitet. So verlässt das Team den Nürburgring an diesem Samstag mit leeren Händen. Aber mit der Erkenntnis, dass man es ganz bestimmt in der Hand hat. Aber eben leider nicht drinsteckt und der Defektteufel bisher die unglückliche Konstante ist in dieser VLN-Saison 2012. Doch sie werden die offene Rechnung begleichen. Vielleicht schon beim 24-Stunden-Rennen in 5 Wochen. Schließlich gilt auch für Falcon Motorsports das alte Sprichwort: Aller guten Dinge sind 3.